Ich werde dich töten. Ganz schön schnell, Leute. So. Tempelschlüssel für Morasul. Na dann. Wie viel habe ich eigentlich von den Dingern jetzt? Brauche 5 Stück. Ich glaube, ich habe erst 2 oder so. Mal gucken. Drei. Ach, Alchidin, einer. Ugh, scheiße. Das ist schlecht. Wahrscheinlich hassen uns die Assassinen auch. Demnächst und dann, naja. Gehen die uns jetzt auch direkt auf den Sack. Das wäre natürlich äußerst unschön. Aber, naja. Dann müssen die anderen Städte halt auch direkt dran glauben. Die haben angefangen. Könnt jetzt aufhören. Ich glaube, hier war ich auch schon mal hier unten irgendwo, oder? Nö. Einer unter ihnen war Zuben. Er kämpfte gut, denn er teilte den Glauben der Orks. Und die Orks schenkten ihm die Freiheit. Und Zuben wanderte in den Süden. Altes Wissen. Okay. Nee, hier haben wir uns doch tatsächlich noch nicht umgeguckt. Wir haben 2 von 5 Schlüsseln. Scheiße, ist die Frage, wo wir den Rest herkriegen. F8. Ich kann hier nichts machen. Okay. Aber das ist nicht der Tempel, wo wir schon mal drinnen waren, oder? Oder doch? Bah. Doch, das war der Tempel, wo wir schon drinnen waren, glaube ich.
Ja, tatsächlich. Hier waren wir tatsächlich schon drin, so wie es aussieht. Mehrfach. Ja. Genau, hier sind wir reingeklettert und hier haben wir die Krone her. Frage dann, wo waren die Wassermagier? Na, Ben Salah eventuell. Das Teleport. Ich hoffe, ich gehe nicht auf die Mütze. Bakresh. Bin Erei. Braga. Hä? Kein Teleport für Bin Sala? Da. Gott sagen. Da waren auch Orks. Hä? Nee, Ben Salah waren keine Dings, fällt mir gerade so ein. Das ist ein. Das ist doch der Tempel gewesen, der direkt ausge. Da waren wir mit den Orks hin. Er hat so direkt Rums gemacht. Hä, wo sind die Wassermagier hin? Die haben wir schon aufgeräumt. Hä? Muss das doch noch nahe Morasul gewesen sein? Aber ihr seid mir noch so freundlich gesonnen meistens, oder? Ja. Das, Würdest du mich im Kampf unterrichten? Besser, du gehst weiter, sonst kriegen wir noch Ärger. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ich meine, das ist ganz schön groß. Jetzt könnte sein, dass ich an den Wassermagern vorbeigelaufen bin. Wundern würde es mich jetzt nicht, aber da ist eine Echse. Mehr als eine. Crawler. Auch ein Crawler.
Ganz viel Viehzeug. Oh Mann. Du Scheiße. Ja, ja, jetzt nicht. Das ist ja merkwürdig. Hätte schwören können, die waren irgendwo die Wassermagier. Tja, weg sind sie. Allesamt. Das ist seltsam. Wenn, dann war es das Ding da drüben, ne? Ja, wenn, dann war es der Kasten da drüben. Kann doch gar nicht sein, dass plötzlich die ganzen Wassermagier weg sind. Einfach so. Moment. Gesundheit. Au. Trotz so hoher Feuerresistenz? Das ist ganz schön doll. Oh.
Lalalala. Halt, halt, halt. Nein, 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 nein. Ah, shit. Scheiß Vieh. Aber fast. Ich krieg den noch. So eine Kacke. Der teilt auch aus, der Sack. Die Gegner sind generell alle sehr gut balanced. Das ist ein Golem, ja, klar, aber... Komm. Kannst auch übertreiben, tatsächlich. Klar, dass der irgendwas bewacht. Und der eine Bergarbeiterausrüstung. Hab ich noch nie gesehen. Nicht so drauf geachtet, um ehrlich zu sein. So, dann können wir wieder das Ding anziehen. Ne, das da. Und das da. Skelett war das gerade so aus dem Augenwinkel betrachtet. Ja, aber erstmal nicht. Ein Tote. Wow. Ne, Jungs, keine Zeit, keine Lust. So, ich will hier gerade nochmal gucken. Aber theoretisch waren wir hier gerade. Praktisch waren hier nur die Nomaden. Ja, hier war das mit Lester. Wo sind denn die scheiß Wassermagier hin? Verstehe ich nicht. Naja. Was soll der Geiz? Jo. Soll es dann erstmal gewesen sein für Gothic 3 für diese Aufnahmerunde. Wir haben 3 Stunden ungefähr auf der Uhr. Soll erstmal reichen. Ich brauche wie bei Elix ein bisschen Vorlauf. Und ja. Wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da, teilt das Video. Freut mich und hilft mir natürlich. Um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr mir folgen. Alles Wichtige zu mir und zu Gothic 3 wie immer in der Videoinfo verlinkt.
kurz mehr Anzeigen anklicken, habt ihr alles, was ihr braucht. Wenn ihr tatsächlich mir folgt oder folgen wollt, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ist aktuell leider notwendig, damit ihr auch informiert werdet, wenn Videos rauskommen. Ansonsten werdet ihr ja nicht unbedingt informiert von YouTube aus. Ja, was bleibt noch übrig, als euch eine schöne Zeit zu wünschen. Und wenn ihr Lust habt zu schreiben, Fragen, Anregungen, haut was in die Kommentare. Wir sehen und oder hören uns beim nächsten Mal bei Gothic 3 oder auch gerne bei einem anderen Projekt. Also bis dato, reingehauen.